Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur aktuellen Kaufberatung für Grafikkarten für Gaming-PCs. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video etwas bei der Entscheidung helfen kann, für welche Grafikkarte ihr euch entscheiden sollt. Ich werde da auf verschiedene Punkte eingehen und immer meine Empfehlung für die bestimmte Preisklasse aussprechen. Bevor ihr euch dieses Video anschaut oder bevor ihr euch eine Grafikkarte kauft, solltet ihr euch auf jeden Fall erstmal überlegen, was genau möchte ich mit dem PC denn überhaupt machen? Was sind meine Anforderungen an diesen PC? Möchte ich beispielsweise unbedingt jedes neue Spiel, jeden neuen AAA-Titel wie beispielsweise Battlefield Hardline, also die Battlefield-Reihe oder Far Cry 4 oder was auch immer auf den höchsten Grafikeinstellungen spielen, in Full HD oder vielleicht sogar in noch höheren Auflösungen wie 2K, 4K oder mit drei Monitoren oder was auch immer, also brauche ich wirklich sehr, sehr viel Leistung. Oder möchte ich vielleicht einfach nur ganz gut gerüstet sein für die Zukunft, neue aktuelle Spiele mit wirklich noch ansehnlichen Grafikeinstellungen auf Hoch- oder Mittel spielen, oder brauche ich vielleicht gar nicht so viel Leistung, weil ich vielleicht eh nur Grafik oder wenig grafikintensive Spiele wie beispielsweise Simulatoren oder sowas spiele oder Counter-Strike, dann reicht natürlich auch eine deutlich günstigere Grafikkarte. Also da solltet ihr euch auf jeden Fall überlegen, was ihr denn überhaupt genau benötigt. Ich werde bei verschiedenen Grafikkarten immer wieder dazu sagen, für was diese sich dann auch so eignen in der Preisklasse. Also ich hoffe, dass ich euch da weiterhelfen kann. Dann solltet ihr euch als zweites natürlich überlegen, wie viel Geld möchte ich überhaupt ausgeben oder wie viel habe ich zur Verfügung. Das wird wahrscheinlich bei den meisten Leuten das Hauptkriterium sein, weil unbegrenzt Geld haben dann doch ja wahrscheinlich eher weniger zur Verfügung. Und da werde ich dann natürlich auch immer den Preis zur jeweiligen Grafikkarte dazu sagen. Ich kann schon mal vorweg sagen, aktuell ist Hardware sehr günstig für die Leistung, die man dann bekommt. Also ich sag mal, mehr als 300 Euro braucht man aktuell für eine Grafikkarte auf gar keinen Fall ausgeben, um alle aktuellen und wahrscheinlich auch zukünftigen Spiele in den höchsten Grafikeinstellungen spielen zu können. Also da ist Hardware wirklich aktuell sehr günstig. Ich werde mit den günstigen Grafikkarten anfangen, mit den Low-End-Karten, und werde dann mich im Video hocharbeiten zu den High-End-Grafikkarten. Das heißt, der interessante Teil kommt jetzt eigentlich direkt am Anfang oder so in den nächsten 5 bis 10 Minuten. Ich denke, das sind so die Preisklassen, die meisten Nutzer ansprechen, und die High-End-Karten kommen dann, wie gesagt, ganz am Ende des Videos. Ich würde sagen, dann starten wir mal, und zwar mit der günstigsten Grafikkarte, die ich für einen Gaming-PC noch empfehlen würde. Das wäre die AMD R7 260X mit 2 GB Grafikspeicher. Es gibt auch eine Version mit 1 GB. Allerdings würde ich euch von der Version abraten, da 1 GB eigentlich nicht mehr zeitgemäß sind. Die aktuellen Spiele brauchen schon etwas mehr Grafikspeicher, und da seid ihr mit 2 GB dann doch schon deutlich besser gerüstet. Die Version, die ich euch empfehlen würde, das wäre die Gigabyte Radeon R7 260 XOC. Wie gesagt, mit 2 GB, die bekommt man ab 100 Euro. Und mit der Grafikkarte kann man wirklich alle aktuellen Spiele spielen. Natürlich nicht auf den höchsten Grafikeinstellungen, oft auch nicht auf hohen, aber auf mittleren sollte da eigentlich kein Spiel ein Problem sein in Full HD. Und ich würde mal sagen, auch zukünftige Spiele sollten auf der Grafikkarte, wenn man die Grafikeinstellungen dementsprechend anpasst, auf jeden Fall auch noch laufen. Weniger grafikintensive Spiele sind für die Grafikkarte kein Problem, also Counter-Strike oder Simulatoren sollten, denke ich, schon in hohen Einstellungen da laufen. Als Nvidia-Alternative mit eigentlich exakt der gleichen Leistung gibt es die GTX 750 Ti. Ich würde euch da die Palette GTX 750 Ti Storm XOC empfehlen, auch mit 2 GB Grafikspeicher. Es gibt bei der 750 Ti auch Version mit 1 GB, wovon ich euch abraten würde. Diese Version hier vom Palette kostet etwa 115 Euro, also 15 Euro mehr als eine R7 260X von AMD für die gleiche Leistung. Fragt man sich natürlich, warum soll ich mir dann eine GTX 750 Ti kaufen? Es gibt zwei Argumente, die dafür sprechen. Zum einen der deutlich niedrigere Stromverbrauch, also die 750 Ti genehmigt sich unter Volllast etwa 30 Watt weniger als eine R7 260X, und das kann sich, wenn man den PC häufiger verwendet, auch relativ viel spielt, auf der Stromrechnung dann doch bemerkbar machen, und ich würde mal sagen, nach 1 bis 2 Jahren hat man dann vielleicht, oder die 15 Euro, die man mehr bezahlt hat, dann doch schon raus. Und man hat den Vorteil, dass man mit der 750 Ti Nvidia Shadowplay nutzen kann und so sehr leicht Gameplays aufnehmen kann, ohne dass man eine leistungsstarke CPU benötigt. Das wäre auch noch ein Vorteil, der für die Nvidia Grafikkarte sprechen würde.
Die nächst teurere Grafikkarte, die ich dann empfehlen würde, das wäre die R7 265. Die Version von HIS, die iCooler Boost Clock, eine übertaktete Variante der R7 265, bekommt man ab etwa 120 Euro. Und von der Leistung her reiht sie sich genau zwischen der der 9270 und der R7 260X ein und kostet auch dementsprechend genauso viel, wie es eben in der Mitte der beiden Grafikkarten wäre. Also wer noch 20 Euro mehr zur Verfügung hat, dem kann ich dann das auf jeden Fall empfehlen, das in die R7 265 zu stecken, weil das macht sich schon bemerkbar in diesen niedrigen Preisbereichen, auch vor allem bei noch günstigeren Karten. Ich sag mal, zwischen 60 und 120 Euro kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, vielleicht immer noch ein bisschen mehr Geld zu sparen und noch ein bisschen mehr Geld zu investieren, weil die Leistungssprünge sind relativ gesehen enorm in diesen geringen Preisklassen. Da machen sich vielleicht 10 bis 20 Euro mehr Investition schon bemerkbar, sodass man, sage ich mal, 20-30% mehr Leistung bekommt. Die nächstbessere Grafikkarte, die ich dann empfehlen würde, das wäre die AMD R9 270. In diesem Fall eine Version von Sapphire, und zwar die Dual X mit 2 GB Grafikspeicher. Ich sag mal so, mit der Grafikkarte sollte man alle aktuellen Spiele schon auf hohen Einstellungen spielen können. Weniger grafikintensiver auf jeden Fall auch auf den höchsten Einstellungen in Full HD. Und das für 135 Euro ist wirklich eigentlich richtig, richtig gut. Die Version von Sapphire, die Dual X, ist auch noch relativ leise, das heißt, ihr habt da keinen Staubsauger neben euch stehen und übertaktet ist sie auch noch, also was das angeht, ist es vom Preis-Leistungs-Verhältnis eigentlich die beste Karte, die man von den R9 270 Karten aktuell bekommen kann. Für 150 Euro bekommt man dann schon eine R9 270X. In diesem Fall wieder die Version von Sapphire, die Dual X, welche einfach das beste Preis-Leistungs-Verhältnis aktuell hat. Von der Leistung ist die R9 270X auf einem Niveau mit der Nvidia GTX 760. Die GTX 760 kostet allerdings 50 Euro mehr. Ab 200 Euro bekommt man die und da gibt es einfach meiner Meinung nach nichts, was da für eine GTX 760 sprechen würde. Man kann höchstens die gängigen Argumente wie Shadowplay anführen, welches meiner Meinung nach auch das stärkste ist, was im Moment für Nvidia sprechen würde. Physics wäre auch noch vielleicht eine Möglichkeit, aber das unterstützen eigentlich nicht so viele Spiele meiner Meinung nach, dass es sich lohnt, dass man dafür dann sich eine Nvidia-Grafikkarte kauft. Die nächsteurere Grafikkarte, die ich dann empfehlen würde, das wäre die AMD R9 280. Wieder eine Version von Sapphire, wieder die Dual X OC. Übertaktete Variante. Das Besondere hier ist, dass wir bei der R9 280 jetzt schon 3 GB Grafikspeicher am Start haben. Und 3 GB sind das, was eigentlich aktuell so das Maß der Dinge ist. Ich bin der Meinung, dass man mittlerweile schon 3 GB haben sollte, wenn man auch, ich sag mal, aktuelle Spiele in den höchsten Grafikeinstellungen spielen möchte. Und das sollte mit der R9 280 überwiegend eigentlich möglich sein. Da solltet ihr kaum Probleme bekommen. Die Grafikkarte bekommt man aktuell ab 180 Euro und vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist das einfach nicht zu schlagen aktuell. Da ist die Dual X von Sapphire wirklich im Moment so das günstigste, was man bekommen kann. Wenn ihr aber noch eine etwas leisere Variante sucht, die Sapphire Dual X, die R9 280, ist schon ganz gut von der Lautstärke, aber wenn ihr wirklich eine noch leisere Variante sucht, dann würde ich euch die MSI R9 280 Gaming 3G empfehlen. Die ist auch nochmal etwas stärker übertaktet als die Sapphire Dual X, kostet aber nur 5 bis 10 Euro mehr, also das lohnt sich meiner Meinung nach schon, das auszugeben und dann habt ihr eine wirklich leise und leistungsstarke Grafikkarte in eurem PC verbaut. Dann haben wir natürlich auch noch die R9 280X, die kostet nochmal etwa 40 Euro mehr, man bekommt die ab 220 Euro. Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis hat hier wieder die Dual X OC von Sapphire, da brauche ich eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Das Kühldesign hat sich bei den anderen Grafikkarten auch schon bewährt und da solltet ihr auch einen einigermaßen leisen Betrieb haben. Wenn ihr wieder einen wirklichen Silent-PC oder einen eben haben möchtet oder ihr einfach sehr viel Wert auf die Geräuschkulisse legt, dann empfehle ich wieder die Variante von MSI, die R9 280X Gaming 3G. Die bekommt man ab etwa 235 Euro, ist auch nochmal wieder etwas stärker übertaktet. Das sind allerdings schon 15 Euro mehr, also man sollte sich das vielleicht schon dann genau überlegen, ob man die 15 Euro dafür ausgeben möchte. Von der Leistung auf demselben Niveau liegt hier auf Seiten von Nvidia die GTX 770, von der würde ich aber eigentlich abraten, weil sie auch nur 2 GB Grafikspeicher hat. Das ist aktuell
schon ein bisschen wenig. Wenn man sich neue Titel wie beispielsweise auch Watch Dogs anschaut, dann sollte man schon 3 GB am Start haben. Und die GTX 77 kostet dazu auch noch deutlich mehr als eine R9 280X, und das für die gleiche Leistung mit 1 GB Speicher weniger ist meiner Meinung nach ein K.O.-Kriterium. Falls es doch unbedingt eine GTX 77 sein soll, weil ihr vielleicht unbedingt Physics haben wollt oder unbedingt mit Shadowplay aufnehmen möchtet, dann würde ich euch die Palette GTX 77 OC empfehlen. Die bekommt man ab etwa 255 Euro. Wenn es nochmal eine besonders leise Variante sein soll, dann würde ich euch die MSI GTX 77 Twin Frozer Gaming empfehlen. Die bekommt ihr ab 265 Euro. Jetzt kommen wir so langsam in den High-End-Bereich, wo wir wirklich Grafikkarten am Start haben, die nicht nur für aktuelle Spiele in den höchsten Grafikeinstellungen in Full HD reichen, sondern wahrscheinlich auch für zukünftige Spiele, die im nächsten Jahr released werden, beispielsweise Battlefield Hardline oder Far Cry 4, oder mit dem man auch Spiele in 2K oder 4K Auflösung spielen kann, ohne die Grafikeinstellungen zu weit runtersetzen zu müssen. Für 320 Euro bekommt man schon die Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC mit 4 GB Grafikspeicher. Diese Grafikkarte ist in den letzten Wochen vom Preis stark gefallen. Es ist die günstigste Version von der R9 290, die man aktuell kriegen kann. Und die Tri-X OC ist dazu eine der leisesten und eine der schnellsten, was die Übertaktung angeht. Also das ist wirklich vom Preis-Leistungs-Verhältnis, denke ich, mit Abstand die beste Version der R9 290, die man aktuell bekommen kann. Wenn ihr eine solche Grafikkarte sucht, würde ich euch auf jeden Fall diese Variante hier empfehlen. Wie gesagt, ihr könnt damit alle aktuellen Spiele problemlos in den höchsten Grafikeinstellungen in Full HD spielen. Wenn es dann noch etwas mehr Leistung sein soll, dann würde ich das Geld in eine R9 290X investieren. Allerdings ist der Leistungssprung von einer stark übertakteten R9 290 zu einer R9 290X wirklich relativ gering. Der Aufpreis von etwa 80 Euro lohnt sich da eigentlich kaum. Ich würde das Geld wahrscheinlich sparen und es in andere Sachen investieren und mich mit einer R9 290 begnügen. Wenn es aber unbedingt eine R9 290X sein soll, dann würde ich die XFX Double Dissipation Edition empfehlen, natürlich auch 4 GB GDDR5 Speicher am Start. Eine der leisesten Varianten, das Kühldesign von XFX ist echt ganz gut, kostet etwa 400 Euro und wie gesagt, ich denke, zur Leistung brauche ich dann nicht mehr viel sagen, da gibt es überhaupt keine Probleme. Auf Seiten von Nvidia gibt es die gleich teure GTX 780, von der würde ich euch aber abraten, weil die von der Leistung dasselbe liefert wie eine R9 290, allerdings 80 Euro mehr kostet und 80 Euro Aufpreis dafür, dass man 1 GB Grafikspeicher weniger hat. Muss man ja auch bedenken, die GTX 780 hat nur 3 GB. Und dass man dann eben Shadowplay und Physics nutzen kann, ist meiner Meinung nach einfach zu viel von einer GTX 780, würde ich aktuell auf jeden Fall abraten. Das ist meiner Meinung nach eine der schlechtesten oder vom Preis-Leistungs-Verhältnis eine der schlechtesten Grafikkarten von Nvidia aktuell. Wer noch mehr Leistung sucht, der kann sich dann vielleicht noch die GTX 780 Ti anschauen. Die ist allerdings auch nicht mehr viel besser als eine R9 290X, vielleicht im Durchschnitt so 5%. Und das für einen Aufpreis von 140 Euro sollte man sich genau überlegen, ob man das bezahlen möchte. Die günstigste GTX 780 Ti wäre die Version von Zotac, die Zotac GTX 780 Ti OC. 3 GB Grafikspeicher natürlich am Start, was auch wieder etwas wäre, was meiner Meinung nach dagegen sprechen würde, dass man eben so viel Geld für diese Grafikkarte ausgibt. Die kostet etwa 540 Euro, ist eben übertaktet, allerdings relativ laut. Wenn ihr eine etwas leisere Variante sucht, würde ich euch die Palette GTX 780 Ti Jetstream empfehlen. Die bekommt ihr ab 565 Euro. Das waren jetzt eigentlich alle Grafikkarten, die sich so meiner Meinung nach ansatzweise auf jeden Fall lohnen würden. Wie gesagt, die GTX 780 Ti zum Beispiel oder die R9 290X, da kann man sich streiten, ob sie sich lohnen. Aber alle Grafikkarten, die ich eigentlich vorher genannt habe, auf jeden Fall von Seiten von AMD, lohnen sich auf jeden Fall. Je nachdem eben, was man für Anforderungen hat, was man für Ansprüche an seinen PC stellt, in was für einer Grafikqualität man aktuelle und kommende Spiele spielen möchte. Man kann ganz klar sagen, AMD hat auf jeden Fall die Krone bei den Grafikkarten aktuell auf. In fast keiner Preisklasse lohnt sich im Moment eine Nvidia-Grafikkarte. Ich denke, ich habe das eindeutig rübergebracht. Die AMD-Grafikkarten haben aktuell einfach ein deutlich besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn ihr noch mehr Geld vorhanden habt und noch mehr Geld in eurem PC stecken möchtet, dann gibt es natürlich noch die, ich sag mal, unnötigsten Karten überhaupt.
Zum einen wäre das die Nvidia GTX Titan Black mit 6 GB Grafikspeicher. Ist vielleicht für Leute interessant, die Spiele mit 3 Monitoren zum Beispiel spielen oder in 4K-Auflösung. Allerdings muss man für die Grafikkarte hier schon 800 bis 900 Euro auf den Tisch legen. Und das ist meiner Meinung nach einfach zu viel, selbst wenn man in solch hohen Auflösungen spielt. Ich habe hier die Version von Zotac rausgesucht, das ist die günstigste, die es gab, für 840 Euro. Also das wäre dann die Version, die man sich von der Titan Black holen sollte. Das ist auch die schnellste Single-GPU-Grafikkarte, die aktuell auf dem Markt ist. Die ist noch etwas schneller als die GTX 780 Ti, aber eigentlich kaum merkbar. Deswegen lohnt sich auch einfach der Aufpreis von 400 Euro, meiner Meinung nach, oder 300 Euro überhaupt nicht. Und ja, ich wollte sie aber auf jeden Fall der Vollständigkeit halber erwähnt haben. Jetzt kommen wir zu den zwei Dual-GPU-Grafikkarten, die noch auf dem Markt sind. Von AMD haben wir da einmal die Radeon R9 295 X2 mit insgesamt 8 GB GDDR5-Speicher für etwa 1200 Euro. Und dann die Nvidia GeForce GTX Titan Z mit 12 GB GDDR5-Speicher für etwa 2500 Euro. Ich sag mal so, zu den Grafikkarten brauche ich wahrscheinlich nicht mehr viel sagen. Die sind leistungstechnisch etwa auf demselben Niveau. Die Nvidia-Variante kostet etwa das Doppelte. Meiner Meinung nach lohnt sich die dann überhaupt gar nicht. Und bei der AMD R9 295X2 kann man sich, denke ich, auch streiten, ob sich das lohnt. Wir haben hier schon eine Wasserkühlung integriert in die Grafikkarte, weil sie so einen hohen Stromverbrauch hat. Aber ich wollte sie auf jeden Fall der Vollständigkeit halber erwähnt haben. Das war's mit der Kaufberatung für aktuelle Grafikkarten, für aktuelle Gaming-PCs. Ich hoffe, ich konnte euch vielleicht bei der ein oder anderen Entscheidung weiterhelfen. Natürlich konnte ich nicht annähernd alle Grafikkarten, die auf dem Markt sind, nennen. Da gibt es einfach viel zu viele. Deswegen tut es mir leid, wenn ich hier vielleicht einige ganz gute Varianten auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis nicht nennen konnte. Wenn ihr da noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich beantworte da alles. Ich lese auch alle Kommentare, also fragt dann einfach nach. Ansonsten findet ihr auch nochmal eine Liste mit allen Grafikkarten, die ich jetzt genannt habe, in der Videobeschreibung, falls ihr da nochmal genauer nachschauen wollt, auch die Preise und so weiter. Und wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich bin jetzt raus. Haut rein, Leute, bis dann.